Seit einem Jahr beim Science Slam dabei. Ich glaube, das ist heute sein erster derart großer Auftritt. Und wir begrüßen den ersten Starter am heutigen Abend mit einem fulminanten 10-Punkte-Applaus auf der Bühne, Moritz Bross! Bist du ready? Ich bin ready. Burak ready. Ich sag Science, ihr sagt Slam. Science! Slam! Wunderbar. Wie ihr euch bei meinem sehr eindeutigen Titel wahrscheinlich schon vorstellen könnt, geht es heute bei mir um das Thema Plastik. Und Plastik, das ist ja ein Thema, da haben viele jetzt nicht so gute Emotionen, ein bisschen komisches Bauchgefühl und deswegen dachte ich, breche ich einfach meine Lanze dafür, weil ich glaube, es gibt auch viele positive Seiten von Plastik. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit in einen kleinen Exkurs in den Supermarkt, wo man auch den sinnvollen Einsatz von Plastik sieht. Wenn ihr beispielsweise mal denkt an irgendwelche Produkte, die von Natur aus keine gute Verpackung haben, beispielsweise so Bananen oder Stichwort Aromaschutz, damit es schön knackig bleibt, die Kokosnuss. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich ohne Verpackung, da schmeckt mir die Cola auch gar nicht mehr. Also bin ich ganz ehrlich. Jetzt ist aber natürlich die Banane irgendwann gegessen und die Cola getrunken. Was passiert denn dann eigentlich mit der Verpackung? Tatsächlich ist es so, dass ein ganz schön großer Anteil davon in die Umwelt gerät und dann wie hier als Form von solchen Müllstrudeln im Ozean rumtreibt. Und kleiner Funfact dazu, es sind gerade mal knapp 10% des Plastiks, was oben auf der Oberfläche schwimmt, der Großteil ist bereits runtergesunken. Das heißt, man sieht hier wirklich nur die Spitze des Eisberges. Und jetzt könntet ihr sagen, ja, das ist nicht cool, Moritz, aber ein guter Teil wird doch auch recycelt, oder? Was schätzt da? Wie viel Prozent von dem jemals produzierten Plastik wurde bislang recycelt? Es sind auch tatsächlich hier zarte 10%. Und kleiner Spoiler, die Antworten auf meine Fragen im Vortrag sind meistens 10%. Stimmt aber wirklich. Genau, was passiert mit dem ganzen Rest, was nicht recycelt wird? Der Großteil davon wird tatsächlich verbrannt. Und das kennt ihr vielleicht von früher, als ihr selbst an so einer Plastikfolie rumgekuckelt habt. Das stinkt ganz schön und das hat auch einen guten Grund, denn dabei werden einige giftige und auch klimaschädliche Gase frei. Und damit hat Plastik gleich zwei große Probleme. Erstens, es schädigt die Ökosysteme, Stichwort Meer. Und zweitens setzt es eben klimaschädliche Gase wie zum Beispiel CO2 frei. Jetzt bin ich aber natürlich nicht nur hier, um euch über Probleme zu berichten, sondern ich habe auch direkt eine Lösung mitgebracht. Und deswegen Bühne auf für die legendären Cyanobakterien. Das sind hands down die coolsten Organismen, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe und ich erzähle euch jetzt auch warum. Hier ist mal so ein Mikroskopiebild und jeder von diesen kleinen Knubbeln ist eins von diesen Bakterien. Und die grüne Farbe deutet auch schon auf eine von deren Superfähigkeiten hin. Und zwar sind diese Bakterien in der Lage, mit Hilfe von Photosynthese zu wachsen. Erinnert euch, das ist ja die Eigenschaft, das Sonnenlicht zu nehmen, um das CO2 aus der Luft zu ziehen und damit dann zu wachsen. Das kennt man sonst eigentlich vor allem von Pflanzen, deswegen werden diese Bakterien umgangssprachlich auch als Mikroalgen bezeichnet. Aber für Bakterien ist es ziemlich besonders tatsächlich. Das ist aber noch nicht genug. Ich lege noch einen oben drauf und zwar gibt es noch ein weiteres cooles Feature. Und um das zu verstehen, müsst ihr mal ganz genau in die Zellen reinschauen mit Hilfe von einem Elektronenmikroskop. Dann sieht die Zelle so aus. Und vielleicht seht ihr auch hier unten rechts im Bild, da sind so kleine weiße Kugeln und die bestehen aus einem Material, das sich da nennt Polyhydroxybutyrat oder auch kurz PHB. Klingt ein bisschen schräg, aber lässt sich eigentlich in einer ganz einfachen Gleichung zusammenfassen, und zwar der folgenden. Ich nehme meine Bakterienzellen, lasse die gratis Energie der Sonne nutzen, um aktiv das CO2 aus der Atmosphäre rauszuziehen und voilà, sie produzieren dieses PHB. Und warum bin ich da so scharf drauf? Naja, PHB ist eine neue Form von bioabbaubarem Kunststoff, das, wenn es einmal in die Umwelt gerät, super schnell abgebaut wird und gleichzeitig bei der Produktion CO2 bindet, also CO2 negativ ist. Super Sache. Es gibt allerdings noch einen kleinen bis mittelgroßen Haken bei dem Ganzen, und zwar, dass unsere Bakterien gar nicht so viel davon produzieren. Und zwar bestehen sie natürlicherweise nur zu wie viel Prozent aus dem Zeug? 10. Sehr gut, genau. Stimmt tatsächlich wirklich, sind ziemlich genau 10% und damit halt zu wenig, um da einen ökonomischen Prozess drauf aufzubauen. Und deswegen war es das Ziel meiner Doktorarbeit an der Uni in Tübingen, wie schaffe ich es, mehr von dem Zeug in die Bakterien reinzupressen. Das habe ich dann damals meinem Doktorvater erzählt und der hat aber direkt abgewunken und meinte, ja, Moritz, ist eine ganz gute Idee, aber das machen Leute seit 30, 40 Jahren, haben die das schon probiert, die haben es alle nicht geschafft, da wirst du es ja wohl erst recht nicht schaffen. Ja, habe ich mir gedacht, ne? Vielen Dank für die Forschungslorbeeren, Challenge accepted, und habe mich dann tatsächlich 4 Jahre ins Labor eingeschlossen, habe richtig Vollgas gegeben und am Ende konnte ich verkünden, er hatte recht. Also es hat original nichts geklappt. Mein Doktorvater meinte daraufhin, meine Doktorarbeit sei der wissenschaftliche Super-GAU. Also ihr kennt das hier, so explodierende Reaktoren, Atompilze und dann kommen Leute im gelben Anzug und holen euch ab. Also kurzum, es lief nicht so gut.
Glücklicherweise hatte ich allerdings noch ein Ass im Ärmel, und zwar eine Technologie, die sich da nennt Metabolic Engineering. Und ich glaube, man kann von dem Namen schon ein bisschen ablesen, was sich dahinter verbirgt. Metabolic, das ist so der Metabolismus, der Stoffwechsel, und Engineering, die Ingenieurswissenschaft. Wenn man sich jetzt also den Stoffwechsel, die Stoffwechselwege so ein bisschen wie so Straßen vorstellt, war ich gewissermaßen der Straßenbauingenieur, der diese Stoffwechselwege in der Zelle designt hat. Wie sah das Ganze jetzt konkret in dem Bakterium aus? Ich habe mal schematisch eine Zelle mitgebracht. Und ihr seht schon, oben links ist das CO2, das dann wie auf so einem kleinen Auto in die Zelle reinfahren kann und über die verschiedenen Stoffwechselwege am Ende dann zu unserem Ziel, diesem PRB, gelangen kann. Ihr seht aber vielleicht auch schon, dass auf dem Weg dahin einige Abzweigungen sind, die nicht zum Ziel führen. Hier geht was weg, da oben ist eine Sackgasse. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir am Ende gar nicht so viel von dem Zeug produzieren. Und das, obwohl wir den direkten Weg ja eigentlich kennen. Daraufhin war meine Idee, könnte man nicht Folgendes machen? Könnte man nicht einfach die Wege, die wegführen, blockieren, sodass das CO2 gar nicht anders kann, als zu unserem Ziel zu gelangen? Und um zu verstehen, was ich da gemacht habe, müsst ihr noch eine Sache wissen, und zwar, dass jeder von diesen Stoffwechselwegen durch ein bestimmtes Gen kodiert wird. Also dieser Stoffwechselweg hier links zum Beispiel durch die sogenannte Glycerinaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase. Das klingt jetzt vielleicht nicht so griffig, habe ich gedacht, was können die Leute sonst auch so kennen, so im Synonym, womit man irgendwie heutzutage irgendwie so Straßen blockiert. Ich dachte hier links so ein Traktor vielleicht. Und um politisch ausgeglichen zu sein, hier rechts so ein Klimakleber. Jetzt brauchen wir erstmal die Gene. Aber keine Zeit. Jetzt braucht man die Gene. Und das geht glücklicherweise heutzutage relativ einfach. Es gibt nämlich Homepages, die ganz ähnlich aufgebaut sind wie Amazon. Da packt man dann seinen Gentraktor und Genklimakleber in den Warenkorb. Und innerhalb von wenigen Tagen habt ihr dann bei euch im Briefkasten so ein kleines Röhrchen. Da ist dann so ein Traktor drauf, damit ihr auch wisst, was drin ist. Jetzt ist es aber auch so, dass Traktorgene natürlicherweise nicht in diesen Bakterien vorkommen. Aber das kennt ihr vielleicht auch von zu Hause. Manchmal gibt es Situationen, da findet man Dinge an Orten, wo sie eigentlich nicht hingehören. Wenn ihr euch beispielsweise schon wieder aus Versehen auf den Haustürschlüssel gesetzt habt oder euer Nachbar euch einen Streich spielt und ein Würstchen in der Banane versteckt hat oder was gibt es noch, Dinge, wo sie nicht hingehören, rechtsextrem im Bundestag, man wundert sich. Aber genau, seht ihr auch so, oder? Ah, da sind wir uns zumindest da mal einig, das ist schön, ja. Genau, bei unseren Bakteriengenen müssen wir jetzt ein bisschen nachhelfen und was machen mit einer Technologie, die sich da nennt Elektroporation. Und Huma hat das hier schon mal vorgemacht, wie das vom Prinzip funktioniert. Man braucht also nur ein ordentlich starkes Stromkabel und muss man damit halt seine Bakterien einem ordentlich durchgrillen. Konkret sieht das dann so aus, du hast die Bakterienzelle, legst den Stromschock an und der führt dann dazu, dass da so kleine Poren, Elektroporation, in der Zellwand sich bilden. Und wenn du dann auch dein Gen dazu gibst, wandert das in die Zelle und du hast tatsächlich dann das Ziel erreicht. So, das haben wir schon mal geschafft. Wunderbar, unser kleines CO2-Auto fährt los. Doch, oh Schreck, kurz vor Schluss ein Problem. Es fährt nicht weiter, denn das letzte Stück unseres Stoffwechselweges ist nicht so nicht gut ausgebaut. Ist mehr so ein Trampelfahrt statt eine Schnellstraße. Was habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich hatte dann schnell noch einen Kumpel angerufen, der sich sehr gut mit Verkehr auskennt und auch sonst sehr kompetent ist, hier der Andi. Und habe ihm das erklärt und er meinte auch direkt, oh, Moritz, ist kein Problem, ich scheiß aufs Tempolimit, bauen wir Autobahn. Okay, gesagt, getan, das Andi-Gen eingebracht, das führt dann tatsächlich zu einer Beschleunigung dieses letzten Stoffwechselweges und wir sind am Ziel. So, hat das Ganze jetzt auch funktioniert? Ihr erinnert euch, am Anfang unserer Experimente waren wir bei knapp 10% PRB in den Zellen und nach unseren ganzen Modifikationen waren wir bei wie viel Prozent? 10. Ja, nicht 10, das wäre ja der Super-GAU. Es waren tatsächlich über 80% PRB in den Zellen. Genau, also das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Die einige Tageszeitungen haben auch von den lebenden Plastikkugeln gesprochen, also das war ganz gut. Wie geht es ab jetzt weiter? Jetzt müssen wir diese Kügelchen nur noch rausholen. Da kriegt man halt so ein feines weißes Pulver, das kann man dann einschmelzen und hält dann so Folien raus. Kann man alles Mögliche mit machen. Ich habe auch mal so eine Plastiktüte daraus mitgebracht, aber ganz ehrlich, es verhält sich wie eine normale Plastiktüte. Da kommt es aber ja auf die inneren Werte an, denn sie ist eben bioabbaubar und CO2-negativ. So, genau. Das war das Wichtigste, was ich euch sagen wollte. Kurz noch die wichtigsten Punkte zum Schluss. Erstens, Cyanobakterien geil. Zweitens, Metabolic Engineering geil. Und drittens ist Andi Scheuer der König der Beschleunigung. Aber das wusstet ihr natürlich schon längst. Genau, bevor ihr jetzt aber gleich rausrennt und sagt, so die Sache mit dem Klimawandel, mit der Weltrettung, können wir einen Haken dran machen, das bitte nicht denken. Und das ist mir noch wichtig zu erwähnen an dieser Stelle. Am Ende des Tages ist all das, was ich euch hier gezeigt habe, so fancy das auch sein scheint, immer noch Grundlagenforschung. Und es wird wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis sowas wirklich mal groß skaliert im Supermarkt zu finden ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese ganzen Herausforderungen, diese Umweltprobleme, Klimakrise sind schon jetzt da und müssen jetzt angegangen werden.
behaltet das gerne im Kopf, gerade wenn irgendwelche Dullis euch was von Technologieoffenheit erzählen wollen. Denn ja, wir brauchen neue Technologien, sich darauf zu verlassen, ist aber wahrscheinlich keine gute Idee. Was vor allem auch eine schnelle Lösung verspricht, ist nachhaltige Politik und eine nachhaltige Gesellschaft. Und das Schönste dabei, dabei könnt ihr alle mitmachen und müsst nicht mal Bakterien grillen. Dankeschön. Der erste Start im Wettbewerb, Moritz Brust! Ja. Hui, Moritz, alles gut? Ja. Ja. Ich habe auch vielleicht als kleines Gimmick noch, falls irgendjemand noch nie Cyanobakterien gesehen hat, ich habe mal ein paar mitgebracht. Ich werfe dir einfach mal hier so ein paar in die Menge. Ich wollte schon immer Bakterien auf fremde Leute werfen. Aber ich habe noch ein paar mehr, da könnt ihr euch gleich was abholen. Genau. Bist du nachher in der Pause auch hier vorne oder man kann dich gleich einfach ansprechen und vielleicht kann man dann deine Plastiktüte sich mal. Das ist wirklich aus dem Stoff? Du hast jetzt nicht einfach eine genommen als Anschauungsmaterial? Das ist wirklich aus dem Stoff, genau. Okay, krass. Ja, fühlt sich an wie eine ganz normale Plastiktüte. Hat man richtig Bock, die einfach wegzuwerfen, so auf der Autobahn. Mit gut, auf der Autobahn Raststätte. Ne? Macht ja richtig Spaß, ja. Weil wir heute so viele Leute sind und ja auch im Sinne der Chancengleichheit, wir machen manchmal Publikumsfragen, heute leider nicht, also wenn ihr den Moritz gleich schnappen wollt, merkt euch das Gesicht und dann könnt ihr euch eure Bakterien, das ist grad, das sieht aus, als wäre das so Mundwasser oder sowas, aber das ist wirklich, was kann man damit machen, kann man die in den Kuchenteig packen und dann? Ja, kannst du machen, also das ist tatsächlich ein Cyanobakterium, was viele von euch aus dem Supermarkt vielleicht kennen, das nennt sich Spirulina, wird manchmal auch als Superfood verkauft, sind also auch gar nicht gefährlich oder so, tun nicht weh. Okay. Schmeckt ein bisschen nach altem Teig, aber davon abgesehen, ganz gut. Arbeitest du weiter an dieser Forschung? Bist du jetzt im Arbeitsleben sozusagen angekommen? Oder gibt es ein Team, was weiter daran arbeitet? Oder wird das auch woanders weiter verfolgt? Genau, also tatsächlich ist jetzt, glaube ich, heute Vormittag ein neues Paper rausgekommen an der Uni Tübingen, wo das weiter beforscht wird. Es ist schon so ein Hot Topic, diese Mikroalgen. Aber wie eben schon erwähnt, ist es halt schon noch ein Thema, was noch weiter beforscht wird. Und ich glaube, die Dringlichkeit ist auf jeden Fall da. Okay, danke, dass du uns mitgenommen hast in diese Welt. Wir merken uns, dass du eben gehörte. Lassen das nochmal so ein bisschen sacken, aber vor allem bedanken wir uns nochmal beim ersten Start. Mit einem großen Applaus, Moritz Brost war das für euch. Applaus